So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und ich habe mal wieder Post bekommen, mehrere Sachen und bei manchen weiß ich wieder, was es ist, weil ich das extra bestellt habe, euch zeigen möchte und bei anderen weiß ich nicht, was es ist, denn die Veronika hat uns wieder ein Paket geschickt und das ist immer komplett auffällig. Wenn die nämlich ein Paket schickt, macht die so einen dicken, fetten Aufkleber drauf, was aussieht, wie wenn irgendein Erpresser jemand anderes einen Brief schickt oder schreibt. Adi, was machst du da? Du kannst da nicht einfach draufklettern. Was ist denn, wenn du umfällst, ne? Ich habe das nämlich hier alles so komisch über die Wanne gelegt. Hier unten ist einfach nichts. Da ist ein Hohlraum. Und wenn der Adi jetzt runterfällt mit Sack und Pack, dann ist vorbei. Das sehe ich jetzt schon. Ich hoffe, man hat die Adresse nicht gesehen. Ansonsten schickt mir gerne noch was zu. Und das Erste, was wir hier oben drauf haben, ja. Jetzt seht ihr auch den Adi hinter den Paketen, ist hier von der Veronika. Die hat beim letzten Mal nämlich schon geschickt und packt da immer so einen dicken, fetten Zettel drauf. Alles richtig dick und fett und groß geschrieben. Deswegen möchte ich das jetzt mal aufmachen. Sie hat mir danach geschrieben, dass du musst das nicht extra im Video aufmachen. Ist egal. Aber ich habe gesagt, doch, mache ich trotzdem, weil ich ja auch andere Sachen jetzt noch hier habe. Und da kann man das einfach noch mitnehmen, ne? Voll im Wanst. Außer das ist jetzt wirklich eine Bombe drin und dann musst du nicht im Video. Weil das kommt dann eh nicht online. So, ich hoffe, ich bringe euch nicht auf gute Ideen, mir weiterhin Pakete zu schicken. Der Adi ist auf jeden Fall sehr. Oh, Alter, einmal links, einmal rechts. Der Adi ist auf jeden Fall sehr aufgeregt, was das Zeug da betrifft. Wir machen das jetzt hier mal auf. Wir gucken jetzt hier mal rein und haben hier, wenn jemand sagt, du bist fett, friss ihn auf, weißt du Bescheid. Wenn jemand sagt, du bist fett, friss ihn einfach auf. Guter Ratschlag, lieber Ramon, ich sende dir liebe Grüße und ein bisschen scharf 2019. Viel Spaß damit und bleib wie du bist, Veronika. Scharf 2019, was geht ab? Wir gucken uns das jetzt mal an. Ist das hier? Das ist trocken. Ich leg das mal da rein. Wir haben schon wieder Lion White. Also immer wenn irgendwas mit Lion kommt, dann muss es ja Veronika sein. So viel weiß ich jetzt. Adi, guck mal. Nicht, dass da was dabei ist, was dran ist. Adi ist der Drogenspürhund, ne? Der checkt immer erst alles aus. Dann haben wir noch eine Packung Lion White. Bin ich jetzt bescheuert? Das andere war doch immer KitKat White. Das ist Lion White. Ich muss sagen, ich finde mittlerweile Lion White sogar noch geiler als KitKat Light. Ja? Light? White, meine ich. Dann haben wir eine Dose 5-0er Cola Mix. Original. Packen wir auch hier rein. Der Adi liegt ja eh nicht im Waschbecken. Dann haben wir San Pellegrino. Creazioni. Blutorange und Orangenblüte. Da habe ich ja mal getestet, verschiedene Dosen von San Penis Brino. Wusste ich gar nicht. Die sind nämlich dünner und länger. Die anderen waren kleiner und dicker. Die sind dünner und länger. San Pellegrino Creazioni haben wir einmal hier und haben wir auch noch hier, wie ich sehe, mit Granatapfel und schwarze Johannisbeere. Also auch was für Ramses Kitchen, was man mal wieder testen kann. Herr Adi, ich leg's jetzt einfach alles ins Waschbecken, der ist eh da hinten, also egal. Dann haben wir noch Orangina mit Fruchtfleisch und Fruchtfleisch steht einfach auf dem Kopf. Die habe ich ja in Flaschen gefunden, Orangina, und habe gesagt, dass das richtig gut schmeckt. Schmeckt mir sogar besser als Fanta. Sie zeigt mir jetzt, es gibt es auch in Dosen. Nehmen wir also hier hin, packen wir mal dahin. Hier haben wir noch irgendwas. Eine dicke, fette Pig Salami. Eine ungarische. Steht das hier? Pig Original, ungarische Salami, Spitzenqualität geräuchert. So eine fette, dicke Pig-Salami ist auf jeden Fall beste. Richtig fett und fettig und zum Auffressen und zum allen hin und her. Also gönnt euch. Und hier haben wir noch zwei Gläschen immer eingepackt in so Folie. Guck mal, Adi, deine Krone. Adi, hab dich doch nicht so. Hier habt ihr einmal 2019 Schaf, was auch immer das ist.
Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ein Gemüsemix, ein Chili-Mix, ein wie, nicht wie Samba Oleg, aber wie, wie heißt der andere Typ? Genau. Und dann haben wir hier nochmal 2019 scharf. Das sieht sehr ölig aus. Wahrscheinlich ist das andere auch so. Ich habe keine Ahnung. Veronika, schreib mal drunter. Was ist das genau? Das ist eine Jalapeno-Ölpaste. Man sieht auf jeden Fall lauter Samen, Blüten, Blütensamen, Samen, Blüten, irgendwas auf jeden Fall. 2019 scharf. Was hat das zu sagen? Was hat das zu sagen? Ich weiß es nicht. Dankeschön auf jeden Fall, Veronika, für dieses super Paket mit vielen tollen Sachen. Vor allem über die Gläschen mit der scharfen Paste freue ich mich mega. Über die Salami freue ich mich mega. Über die Getränke freue ich mich mega. Bei dem Süßen, mir tut mittlerweile schon der Zahn weh, weil alle immer so viel Süßes schicken. Adi, auch der Karton ist genau richtig für dich, hä? Dass du schön da drin sitzt in der Ecke und freust dich. Dafür ist der Karton. Adi freut sich über den Karton. Also, super Sache. Aber wir müssen uns beeilen, müssen schnell weitermachen. Machen wir hier diese komische Sendung auf. Denn da drin sind richtig, das habe ich mir schon gedacht, diese komischen Bean Bozzles. Bozzled. Jelly Beans. Jelly Beans, aber als Fla Flaming Five Challenge. Wir haben ja schon mal diese ekligen gehabt, hier mit Popelgeschmack und sonst was und keine Ahnung, oder nach Kotze oder nach Penis. Und das sind jetzt die scharfen. Auch wieder als Challenge mit einem Rädchen, wo man dreht. Hier noch ein Pack dabei zum Nachfüllen. Hier gibt es nämlich Habanero, Carolina Reaper, Jalapeno, Sriracha und Cayenne, das die fünf Sorten. Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, wer Bock hat, die mit mir zu testen. Vielleicht nehme ich die auch mit zu Hannes und zu Isbo. Also mit Isbo zum Hannes. Dass wir das mal probieren können. Die ekligen Gammelsorten habe ich nämlich immer noch. Aber jetzt eben auch Schafe dazu. Dann, das musste ich leider schon fix auspacken, damit ich das hier reintun kann. Irgendwie, das ist auch nichts. Ich habe nämlich den Karton davon gebraucht, deswegen musste ich das rausnehmen und musste das da reinpacken. Was genau das ist, sehe ich aber erst, wenn ich hier reingucke. Dafür müssen wir das wieder aufmachen. So, einmal hier reinschlitzen. Ich habe viele Camping-Sachen noch bestellt zum Austauschen. Gut, das hat nichts mit Camping zu tun. Das sind Druckerpatronen. Hier, guckt euch das mal an. Druckerpatronen, ihr habt ja. Die fetten schwarzen, ihr habt die normalen schwarzen, ihr habt blaue, ihr habt gelbe und ihr habt pinke da unten drin, also dieses Magenta-Rot, dieses rötliche. Mein Drucker war nämlich letztens leer. Ich konnte noch nicht mal ein weißes Blatt ausdrucken, wo nichts drauf ist, weil der gesagt hat, du brauchst blau, Digga. Blau ist leer. Ich habe gesagt, ich will nichts Blaues. Ich will einfach nur ein weißes Blatt ausdrucken, ohne Schrift, Digga. Und er sagt, nein, blau. Und ich habe uns 2 Stunden lang behangen. Jetzt musste ich extra nochmal Druckerpatronen nachbestellen. Ist voll peinlich, das hätte man hier gar nicht zeigen müssen. Pack mal also weg, gucken, was hier drin ist. Hier haben wir nämlich noch ein langes Paket. Guckt euch das an, wie lang das ist. Und da müsste jetzt die Isomatte drin sein, die ich noch nachbestellt habe. Ihr wisst, Naturin hat so eine sperrige zum Zusammenklappen mit so Schaumstoff und so Barben. Ich hatte mir ja, habe ich im letzten Video mal gezeigt gehabt, eine bestellt, so eine grüne. Mit Luftpumpe zum Aufblasen, also du trittst da drauf rum, dann wird die hart und steif. Ich wusste aber nicht, was besser ist. Eine so mit Luftkammern oder eine sperrige. Die sperrige war mir eigentlich zu sperrig. Die andere ist schön platzsparend. Aber bei der mit der Luft habe ich halt Angst, dass da ein Loch reingeht und die Luft rausgeht. Deswegen habe ich gedacht, packst du dir mal so eine mit her, so ähnlich wie Natururin eine hat. Und guckst halt mal, auf welcher liegst du denn besser? Welche ist handlicher? Und hast du so viel Platz bei deinem Sack, dass du die auch noch irgendwo mit reinknüppeln kannst? Ihr seht, das ist halt so ein Turm, ja? Das ist hier zugebunden, einmal links, einmal rechts. Ansonsten, wenn du das aufmachst, kannst du das aufklappen und hast dann eine Liegefläche, vor allem in Lila.
Ich bin sehr speziell, was Farben angeht. Ein oranger Schlafsack, eine grüne Luftmatratze und eine lilane Isomatte. Bin ich mal gespannt, was die kann. Die sieht halt auch ziemlich dünn aus. Der Turin hat ja eh gesagt, er liegt immer übelst hart. Mit der Luftmatratze bin ich da besser dran. Jetzt weiß ich auch, die sieht halt auch sehr dünn aus. Damit liegt man sicherlich auch übelst hart. Aber vielleicht durch diese Noppen bringen die trotzdem Wärme mit und ist übelst nice. Am liebsten würde ich die einfach so nehmen den ganzen Tag und in den Arm nehmen, weil die so toll aussieht. Jetzt packen wir das aber hier rüber, denn eins haben wir immer noch da. Und zwar das große hier. Das müssen wir noch aufmachen. Da ziehen sich wieder die Ohren nach hinten. Ja, guckt halt voll. Adi, du musst auch mal, weiß ich nicht, umfallen? Nee, eigentlich nicht. Egal, du machst das schon. Das machen wir jetzt auch. Das hat was ganz Besonderes. Ich habe das Video mit der Testwanderung unter der Brücke ja schon gemacht. Und die Testwanderung hat mir die Augen geöffnet, sagen wir mal so. Deswegen seht ihr viele Sachen, die jetzt hier kommen. Aman! Deswegen viele Sachen, die jetzt hier nochmal bestellt wurden, wurden bestellt nach der Testwanderung. Das sagt schon einiges über die Testwanderung aus. Aber den Test, oh, den Test von der Testwanderung seht ihr dann als 8000 Abonnenten-Special. Jetzt muss ich das alles nur hier irgendwie mal auspacken. In dem Riesenpaket. Das ist mein neuer Schlafsack jetzt. Der Karton. Ich lege mich einfach da rein und schlafe einfach dann da drinnen. So, was ist das? Nix. Hier, Sackkarren Deluxe. Pack mal hier. Ach, jetzt ist der ganze Karton auch noch kaputt. Guckt euch das an. Habt ihr das gesehen? Er hat sich schon wieder versteckt. Adi, was machst du da? Guck mal, was ich dir Schönes gebaut habe. Da kannst du in die Wanne reinspringen. Denn wir haben letztens schon einen Sackkarren bestellt, ja? Der Tururin hat das Video auch gesehen und hat gesagt, ja, der wird öfters mal umkippen, ne? Aber für so eine Wanderung würde das schon reichen. Ich habe mir natürlich aber noch einen Sackkarren bestellt. Und zwar den hier. Und der wiegt im Gegensatz zu dem anderen einfach mal eine Tonne, wie so ein Tiger, ne? Ihr wisst Bescheid. Der wiegt einfach eine Tonne. Der hat aber größere Räder. Der dürfte einen längeren Griff haben. Und hier steht maximale Tragkraft 70 Kilogramm. Ich glaube, der andere war für 60, 50, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Tragkraft ist wahrscheinlich die gleiche. Das aus, auf jeden Fall aus Aluminium. Sieht ein bisschen komisch aus. Einfache Handhabung, geringes Eigengewicht, platzsparende Aufbewahrung, Softgrip, Handgriff, ausziehbarer Teleskopgriff, leichtgängige Räder mit Softlauffläche, automatisch ausklappende Räder, 70 Kilogramm aus Alu von Athlon Tools. Bin ich mal gespannt, werde ich mir mal reinziehen, wie das ist. Das sind auch schon gleich so ein paar Gummiseile dabei, dass ihr da was dran spannen könnt und vor allem, wie groß da die Tragfläche ist, die Ladefläche. Ich glaube nämlich, dass das hier, dieser Bereich, wo der Sack aufsitzt, dass das größer ist als bei dem anderen und dass der eben auch länger ist und dass die Räder größer sind. Und dass der eben viel schwerer ist, was jetzt nicht unbedingt ein Vorteil ist. Aber trotzdem, ich merke schon, wenn ich den so hochhebe, dass das ein richtiger Oschi ist. Den in Aktion werdet ihr aber erst sehen, wenn wir wirklich mit einer Tururin unterwegs sind. Den anderen seht ihr in dem Brücken-Test-Video fürs 800.000 Abonnenten-Special. Und den sehen wir dann in Aktion mit einer Tururin und Flatti. Das heißt, ich stelle den jetzt hier hin. Das war Post, hier liegt alles voll. Hier steht ihr immer drauf, auf dem Klopapier, Schere, Handy, Pick, Salami. Und hier der Adi hat sich's bequem gemacht. Ich würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Adi. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.